Sehr geehrte Damen und Herren, Anna Quanar hier, live und direkt. Und heute geht's mal kurz um OBS. Ja, hier, OBS, wenn man es runterlädt, dann, fangen wir einfach mal an mit der grundlegenden Sache. Man öffnet, also man hat hier so leere Felder und tut dann als erstes, ja, ich guck mal, dass ich mal kurz hier runterkomme. Einen Moment. Ne, das geht's nicht. Also man klickt hier rein. Wenn es leer ist, dann seht ihr das hier. Hinzufügen. Und um euren Bildschirm aufzunehmen, dann klickt ihr auf Bildschirmaufnahme. Und dann macht ihr ein neues Feld auf. Wieder hinzufügen und Spielaufnahme. Das sind so die grundlegenden Dinger, die als erstes erfasst werden. Das nächste ist, dass man hier in den Einstellungen die Plattform wählt, in der man streamen möchte, zum Beispiel YouTube, Twitch und auf der, ich gehe jetzt mal auf YouTube ein, da habt ihr bei eurem Account hier das Logo, geht auf die Einstellungen, öffnet zusätzliche Informationen und geht auf den Punkt Livestreaming ein. Dann wird euch das Livestreaming angezeigt, ja, indem ihr hier eure Titel für das, ja, für den Livestream eingibt, sowie eure Beschreibungen, die ihr gerne unten einfügt. Die sind dann aber auch fest gespeichert. Hier tragt ihr ein, was ihr gerade macht, ja, Kategorie Gaming oder wenn ihr ein Video über was weiß ich macht, die jeweilige Kategorie wählen. Und der Punkt hier ist ganz wichtig hier unten, den zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Ja, den Key hier, den müsst ihr eintragen. Und der wird dann hier eingetragen. Der speichert sich auch von alleine. Bei Twitch ist es wieder ein anderer Punkt. Wenn ihr dazu auch ein Video haben wollt, dann mache ich das gerne. Dann gibt es auf die Ausgabe. Bei der Ausgabe möchte ich auch kurz auf die Geschwindigkeit eures Internets eingehen. Ihr geht auf Speedtest und ermittelt euren Upload. Der Upload ist auf der anderen Seite, aber einen Moment, jetzt machen wir erstmal einen Speedtest. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so eine Leitung haben wie ich, obwohl die gerade sowieso ziemlich langsam ist, so wie ich das gerade sehe. Normalerweise stehen da 400 Mbit. Wochenende sind die immer irgendwie ausgelastet. Naja. Aber es geht ja jetzt um den Upload. So, einen Moment. So. Ihr werdet auch keinen Upload so wie ich haben, außer ihr habt dieselbe Leitung wie ich, dann natürlich schon. Ja, ein bisschen schneller. Hopp, hopp, hopp. So, also bei mir sind es 39,47 Mbit Upload, okay? Jetzt gehen wir hier aufs OBS ein mit dem Upload. Also Streaming, Kategorie Streaming. Es gibt zwei Methoden zu kodieren. Wenn ihr einen sehr leistungsstarken CPU habt, könnt ihr x62 benutzen. Wenn ihr eine GeForce GTX habt, also 89er Reihe aufwärts, 1080, 1070 und so weiter und so fort, dann würde ich empfehlen, den NVENCoder zu benutzen. Auf CBR stellen und jetzt kommt's upload-technisch. Ja, habt ihr nur eine, sagen wir mal, ein 5 Mbit Upload, ja, dann müsst ihr hier 2500 eintragen. Ja, immer so die Hälfte von dem, was ihr habt. 2500 Mbit. Was die Ausgabe angeht, empfehle ich euch, euren Monitor euch zu richten. Habt ihr einen 1080, also einen Full HD Monitor, 27 Zoll, empfehle ich euch, kommt auch auf eure Grafikkarte natürlich an. Also eine 1080 könnt ihr locker mit Full HD streamen. Habt ihr eine schlechtere Karte, würde ich euch 720p empfehlen. Das wäre dann hier 1280x720. Bei mir steht da jetzt eine andere Zahl, weil ich einen 21:9 Monitor habe. Also das müsst ihr dann runterskalieren. Bei den Einstellungen für euch, hier bei K-Framewall kommt eine 2 rein. Da würde ich euch empfehlen, die hohe Qualität zu nehmen. Ich habe halt gute PC und gutes Internet, deswegen streame ich auf Blu-ray. Das Profile kommt auf High. Das war das dazu. Also zu den Einstellungen.
Bei Audio müsst ihr hier euer Audiogerät eintragen. Bei Mikrofon, externe Audiogeräte, euer Mikrofon. Ja. Und bei Video, wie gesagt, könnt ihr hier dann eure 720p, also 1280x720 oder Full HD 1920x1080 einstellen. Bei den üblichen Werten sind es 60 FPS. Habt ihr einen schwachen PC, dann auf 30 FPS. Ja, ich streame mit einer hohen Latenz, also 99 FPS. Da könnt ihr ja noch die Hotkeys einstellen, wenn ihr damit umgehen könnt. Ich kann es damit nicht, also ist euch überlassen. Hier könnt ihr, wann ihr eine Taste zuweisen, um den Stream zu starten und zu beenden und Szenenwechsel und so weiter und so fort. Damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Ich mache das alles so. Bei Erweitert empfehle ich euch hier bei Farbmix die 709 einzustellen, sowie bei Farbbereich auf Voll. Tja, das war das dazu. Alle anderen, ja, dann müsst ihr eigentlich nur noch, wie gesagt, hier die Dinger. Wenn ihr ein Intro habt, dann könnt ihr ein Intro reinmachen. Wenn ihr ein Outro habt, dann könnt ihr ein Outro reinmachen. Alle anderen Sachen sind eigentlich normal. Videokamera, also Videogerät, könnt ihr auch noch hinzufügen, wenn ihr eins habt. Ja, das ist so ein grundlegendes kleines Video. Wenn ihr es ausführlicher haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, das war jetzt das zu OBS, wer streamen will bei YouTube. Tja, Anaquana ist für jetzt raus, wünscht einen wunderschönen Tag und ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen hoch oder ein Abo. Vielen Dank, euer Anaquana. Ciao.